Und weiter geht's mit Retro City Rampage Folge 11. Und ich glaube, das hier hieß irgendwie Ziegelstein Handheld oder so. Diese Grafikoption, die wir jetzt gewählt haben. Ja, was, warum? Weil der alte Gameboy ist auf der Brick, weil der auch so wie ein Ziegelstein ist. Und das soll jetzt Gameboy-Grafik sein. Genau. Okay, ja, das kommt sogar hin. Wir fahren wieder zum blauen M, an der grünen Grafik zu erkennen. Ja, was haben wir als letztes geholt? Irgendwie noch einen Teil von der Zeitmaschine, oder? Ja, wir sind ja immer noch irgendwie, die große Mission scheint ja zu sein, diese Zeitmaschine wieder zusammenzubasteln. Wobei wir beide gestehen mussten in der Pause, dass wir nicht mehr so ganz wissen, warum eigentlich. Aber da wird uns die Story schon hinführen. Steig so aus. Schauen wir mal, was der Doc zu sagen hat. Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Stufe 3 schon. Hallo Spieler, du musst mich zu Game Genies fahren. Achso, Game Genies fahren. Er kann uns helfen, die restlichen Teile für unsere Liste zu finden. Auf unserer Liste zu finden. Lass mal sehen. Der Bart. So. Das ist ja geil. Das sieht ja genau aus wie die Gameboy-Schriftart. Foto eines dreiköpfigen Affen. Klar, das war ja logisch. Dir. Aber warum Bubblegum? Also warum nicht der normale Bubblegum? Bubble Bobble, Mann. Das Spiel. Das kenne ich gar nicht. Aber er stellt sich dieselbe Frage, wozu soll eigentlich der Rain-Schokoladenpudding gut sein? Habe ich mich eben gerade auch gefragt, als ich die Liste gesehen habe. Spieler, wir brauchen eine Dose Rain. Oder ist das ein A, oder? Ich würde sagen Rain. Also Rain, A-I, oder? Ja. Rain-Schokoladenpudding. Um die Antenne zu reparieren. Die Dose ist aus einer speziellen Mischung, bestehend aus Blei, Plutonium und was? Weichlot? Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Gemacht. Exakt die drei Materialien, die wir für die richtige Balance von Leitfähigkeit brauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Bug-Eyes Laden verkauft wird für 100 Dollar pro Dose. Sehr geil. Also wirklich, das ist ein G hier. Bug-Eye, ja. Vielleicht brauche ich doch schon noch wieder die nächste Brille. Innerhalb von einem Jahr. Naja, ich habe echt wieder das Gefühl, es wird weniger. Ich glaube, ich muss mal lasern lassen. So, auf zu Bug-Eyes Laden. Gott sei Dank haben wir hier noch ein Motorrad vor der Tür zu stehen. Ach so, wo dir ein Auto, auf dem zwei Leute Platz haben. Als ob man da nicht zu zweit fahren könnte. Ja, da ist eins, da passen mehr als zwei rein. Wenn schon stilvoll. Ich dachte, eine Streifenbahn. So, steigen Sie ein bitte, Herr Doc. Herr Doc. Schönes Auto, danke Doc. Ich habe es mir von einem Freund geliehen. Große Güte. Schön, dass du neue Freunde findest. Bubble Bobble sagt dir gar nichts und Puzzle Bobble sagt dir auch nichts mit diesen zwei Dinosauriern? Nee, das sagt mir gar nichts. Das eine ist ein Jump'n'Run und das andere ist dann mehr oder weniger wie so eine Art umgedrehtes Tetris, wo man mit so einem Katapult so Blasen hinschießen muss. Da gibt es auch tausend so Freeware-Kopien von. Ja. Okay, nee. Puzzle Bobble und Bubble Bobble. So, Bug-Eyes Launch. Nee, Bugger ist Louis, so. Zurück, da. Was lese ich denn da die ganze Zeit? Furchtbar. Hoch! Da ist es doch schon. Ach, da! Zack, und rein geht's. Hier sind 100 Dollar für den Pudding. Das ist Raub. Ich bin ganz schön schreckliche Leute, ich bin gleich zurück. So. Ach doch, hier waren wir schon mal. Ja, klar, das ist hier der, der Fahrradhändler. Boxen, Fahrräder und Candy Bars. Five-Finger-Discount! So, das ging auch schnell. Zwei Talsohlen? Ich verstehe nicht, verstehe ich den Witz verstehe ich. Bin ich kriminell genug? Man lernt nie aus. Ich schnapp mir mal schnell was zu essen. So. Wir haben ja genug Geld. Mhm. Also, Verbrechen zahlt sich echt aus. Das ist der Hammer. Nanu, jetzt zur Game Genie. In den Westband-Bereich. Game Genie. So. Schauen wir mal, was er von dem haben will. Die Schokolade haben wir. Atombatterie haben wir doch eigentlich haben wir auch. Verbindung. Patronenreinigungssatz haben wir. Foto des dreiköpfigen Affen haben wir nicht und den Bubble Bubblegum. Hahaha.
Das darf er sich am Ende des Jahres wieder abholen. Hier. Bayshore High. Gut, dann wissen wir wenigstens, wo die nächste Mission entführt. Was die Foto angeht, auf der... Ach, da sind wir schon vorbeigefahren. Primate Peninsula. Da drüben gibt es einen Ort namens... Grogbrush. Ja, hier von Guybrush. Threepwood. Ach, okay. Ja, passt ja mit dem Affenmilch, Affen. Ja. Affenartiges Geschäft. Schauen wir mal hin. Brauchen wir denn ein Auto? Nehmen wir doch den hier. Nee, den hier. Cabrio. Cabrio. Cool. Das ist so abgefahren, dass das ein Typ gemacht hat, das ganze Ding. Wie viel Arbeit da drin steckt. Da, Grogbrush. Daneben haben wir sogar schon mal einen Kaffee getrunken. Nein, der Ladenbesitzer, da müssen wir ihm wieder die Bürgschaft und so aus dem Safe klauen und den ihm durch den Wald folgen mit so einem Schwertmeister. Ich hab die Stadt nicht geplant. Die Stadt wurde übrigens mit einem Live-Editor gebaut. Oh, das ist jetzt hier aber, der sieht ein bisschen aus wie der General Lee. Der General Lee, genau. Ja, stimmt. Kannst du hupen? Nee. Dann würde der nämlich sagen. Nee, hupen geht, glaube ich, nicht. Nee, diese Stadt wurde tatsächlich mit einem Live-Editor gebaut, sodass er mehr oder weniger alles on the fly zusammensetzen konnte und playtesten konnte. Sowas geht. Ja, das ist die Zukunft. Da ist ein Zaun, den sieht man besonders gut. Der fährt ganz schön lahm. Aber es ist doch kein Zufall, dass dieses Kreuzmuster so klar erkennbar ist. Es ist doch der bestimmt, oder? Ich denke auch. Man sieht auch auf der Motorhaube sieht es halt ein bisschen... Ja. Sind wir hier ansatzweise richtig? Ah, Wasser! Ich glaube, es ist ein Fels. Du musst da rein. Mal, ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Ja, ja, schon richtig. Nee, das ist die Steuerung. Schon richtig. Ja, aber ja, in die Höhle da rein. Ach da. Ja, einfach Gott, aussteigen. Ja. So, das ist doch auch... Ich bin eine, nur kennst du das? Hello, my name is Error. Da gibt es in den Zelda-Spielen einen NPC, wenn du reingehst, sagt er, Hello, my name is Error. Aber ich wollte auch gerade sagen, der Raum ist sehr Zelda-mäßig gebaut. Ich muss eine Hose finden. Mein Schwert und mein Lahmschild aus Karton. So, die Büsche sollen wir zerschlagen. Telefon. Hey, Game Genie. Ich muss den ganzen Weg zurück und zur anderen Seite der Stadt. Bäh. Warp Top. Ja, was haben wir in General Lee verloren? So, jetzt haben wir Training. Ah, das ist Mr. Smirk, oder? Und? Die drei Prüfungen. So, hier brennt's. Da schlitzen die Piraten. Geh mir aus dem Weg oder ich schneide hier durch. Das ist aber kein Beleidigungsfechten. Nee, das ist eher so klassisches Fechten. Und zwar klassisch Hau drauf Fechten. So. Zack, zack, zack. Das hat halt noch Stil. Olympisch, sage ich euch. Olympisch. So, und du auch noch. Danke. Ah! Ja, nee, ist klar. Was? Das ist nicht fair. Lektion 1, Feuer ist nie fair. Er liebt den Geruch des Flammenwerfers am Abend. Hä? Was war das denn? Wenn du das nächste Mal wieder brennst, dann? Wirf dich irgendwas. Hast du eine Schusswaffe noch? Ich schau gleich mal. Nee, ich hab nur das.
Ach, du darfst nicht schießen. Ah, okay. Stirb! Such dir lieber schnell einen Feuerhydranten. Ach, ist ein Flammenwerfer jetzt? Ach, du brandest immer noch. Du musst dann raus auf die Straße, glaube ich, und dich im Feuerhydranten. Aber ich glaube, da ist ein Feuerhydrant genau in der Mitte. Ach so. Aber ich weiß nicht genau, wie ich ihn. Ach, da in der Mitte, ja, stimmt. Wie ich ihn aktiviere. Einfach, also vielleicht drauf schießen im Zweifel. Oder drauf schlagen. Hau mal drauf. Brennst nämlich immer noch. Jetzt schnell. Ja, Mann! Sehr gut. Cool. Aber ich will sie behalten. Das ist ja cool. Das können wir dann nochmal kaufen, falls wir was haben wollen. Ja. So. Gleich weiter zur nächsten Prüfung da, oder? Oh, es ist die Tanzschritte für den Affentanz. Je näher wir an den Schatz herankommen, so mehr Leute schießen auf uns, hervorragend. Bomben kriegen wir. Cool. Da ist der General Lee. Wieder ewig weit weg. Ja, du wolltest doch ein 40-Stunden-Spiel. Ja, jetzt strecken sie es. Ich glaube, die Stadt an sich ja recht klein ist eigentlich. Also ja. Dauert ja nicht lange, von einer Seite zur anderen zu fahren. Aber ich glaube, wir haben noch gar nichts gesehen, was das Strecken angeht. Bei dem Spiel jetzt hier oder ja, generell? Es wird noch eher noch schlimmer, bevor es besser wird. Da rein, oder? So. Was genau sollen wir jetzt mit den Bomben machen? Finde den Container. Wenn mehr Leute auf uns schießen, sind wir nah dran. Ja, super. Das sieht doch gar nicht schlecht aus da. Meinst du, ich soll einfach die Container ablaufen? Boah, du sollst fragen, keine Ahnung. Was nehme ich denn für eine Waffe? Shotgun, oder? Ich nehme die normale Pistole. Du bist gleich tot, gell? Vorsicht. Oh, warte mal. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Laden, wo ich das ändern kann. Wenn du was siehst, schreist du, oder? Paramount Exotic Lounge. Hastings, Paddings. Shit. Da ist da. Was ist das hier wieder? Das stimmt. Das hilft ja, jetzt. Das war eine Verbesserung. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen jetzt da an. Dann wirst du einmal angeschossen, dann sieht es wieder genauso aus wie gerade eben. Stopp! Ich nehme mal vielleicht auch die Shotgun. Ja. So. Kommen immer nur aus einem bestimmten Teil von Wagen raus, ne? aus diesen Gelben, ja. Oder? Ja. Nur noch 9 Schuss in der Shotgun. Schau mal, das leuchtet da so unten. Gehen wir nach unten jetzt? Nee. Hier. Hoch, rechts, runter. Runter. Hier. Und jetzt dahin. Okay, das ist irgendwas anderes. Da hatten wir schon mal welche von ihnen gesammelt. Hier, guck! Sehr gut! Ja! Die Pfote des dreiköpfigen Affen. Jetzt müssen wir hier bloß noch rauskommen. Oh nein! Nee, oder? Nein! Und jetzt? So, wie war das?
Oder? War doch richtig hier, oder? Ja, ja, schon richtig. So, und jetzt? Jetzt nach oben. Da vorne, wo dieses goldene Dings ist. Stimmt, das Schloss. Golden meine ich das grünliche. So. Halbes Leben. Nein, das ich brenne selber. Auf dich schießen. Nein. Kein Hydrant. Fuck. Ja, das hakt man unter Lehrgeld ab, ne? Ja, letzter Versuch. Anderswo musst du dafür bezahlen. Tschüss, Lehrgeld. So. Wo war das neulich? Nicht in irgendeinem Assi-TV-Sendung, wo es dann hieß, von wegen Leergut, das Leergutpfand eigentlich gut ist, weil dann kriegt man immer noch mal Geld. Das meinte irgendeine sehr schlaue Person. Das ist hier die Texas Ranger, die da gerade kamen. Die sahen so ein bisschen so aus. Die Texas Ranger? Die sehen eher aus wie so Mariachi-Gangster-Bande. Stimmt, ich hatte ja noch Bomben, hab ich total vergessen. Ja, Rüdiger, was dann? Ah! Ja. Zack, hat gesessen. Und raus hier. Wo ist mein Auto hin? Ah! Ja, dann nehme ich eben ihr. Wenn das schon anliefert? Polizeimotorrad. Schnell weg! Brumm, brumm. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Müssen wir wieder zurück zum Dock? Zum Dock, ja. Weißt du, was total irritierend ist? Dass man nicht zum Missionsgeber zurückkehrt. Irgendwie bin ich das so questmäßig gewohnt, zu dem zurückzufahren oder zu dem zurückzulaufen, der mir die Quest gegeben hat. Ich laufe immer nur den großen, blinkenden Pfeil in der Luft nach. Gott sei Dank, dass Oblivion das dann irgendwann eingeführt hat und salonfähig gemacht hat. Das ist der Turtle-Bus, weil er Shelly heißt. Der hat auch hinten den Neck-Spoiler, den richtigen. Ja. Ja, na gut, wir haben die Foto des dreiköpfigen Affen und wir gucken noch kurz, was der Dialog sagt. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Wozu soll das Ding überhaupt gut sein? Ja, das wollen wir jetzt zum Beispiel wissen. Zum Fixieren der Antenne. Natürlich. Ah, was fragt er überhaupt noch? Ist der Depp. Ein bisschen schwach. Wir haben den Admiral freigeschaltet. Die Frisur will ich haben. Wehendem Haar. Holen wir es aber in der nächsten Folge. Und im neuen Grafikstil. Genau. Gucken, welcher dann kommt. Bis dann. Bis dann.